Was kann ich mit meinen negativen Gefühlen machen? Auf meinem Kanal geht es ja ganz viel über das Thema Persönlichkeitsentwicklung und das Thema negative Gefühle, positive Gefühle ist auch ein großes Thema. Wir wissen ja alle, okay, positiv denken bringt mir auch positive Dinge. Wir wissen aber auch, wenn ich negative Gefühle habe, sollte ich sie nicht unterdrücken. Aber was mache ich denn mit diesen negativen Gefühlen? In diesem Video zeige ich dir, was du mit diesen negativen Gefühlen machst. Das sind Tools, die ich in meinen Coachings immer an die Kunden weitergebe. Und die wirklich sehr viel im Leben verändern können, wenn du es umsetzt. Es gibt, also ich sag mal jetzt, die Top 3 negativen Gefühle sind Traurigkeit, Wut, Aggression, Angst. Was kann ich jetzt machen, wenn ich wütend bin? Oder wenn ich, sagen wir mal, wenn ich wütend bin. Ich gebe euch jetzt ein Beispiel. Jemand, den ich sehr liebe, hat mich verlassen. Ein Partner. Normalerweise wäre ich jetzt sehr traurig und würde weinen. Und als Frau würde ich wahrscheinlich meine Wut unterdrücken. Das heißt, ich bin zwar traurig, aber die Wut, dass ich ihm eigentlich gerne eine reinhauen würde, dass ich gerne sonst was mit ihm machen könnte, um ihn zu verletzen, weil er mich verletzt hat, das unterdrücke ich, weil ich als Frau nicht aggressiv sein darf und weil es sich so nicht gehört. Man kann doch nicht einfach, nur weil jemand einen verlassen hat, ihn Böses wünschen wollen. Wenn das aber da ist, dürfen wir das wahrnehmen. Und oft ist es so, wenn wir diese negativen Gefühle haben, weil wir sie nicht als Kind erleben durften und es auch in der Gesellschaft nicht gut gesehen ist, wenn jemand wütend ist. Ja, das ist dann immer so, Assi, was ist das für einer? Unterdrücken wir es unbewusst. Das heißt, immer wenn du traurig bist, ist da unten drunter noch ein anderes Gefühl. Auch wenn du wütend bist, ist da auch da unten drunter noch ein anderes Gefühl. Ja, wenn wir wütend sind, oft die Traurigkeit. Wenn wir traurig sind, oft ist auch da die Wut unten drunter. Und wir unterdrücken das schön, ohne es zu merken. Auch bei mir jetzt im Alltag. Das heißt, das, was ich euch gerade erzähle, früher hätte ich es gar nicht verstanden. Ich würde sagen, was erzählten die da? Wenn wir uns aber selber bewusst wahrnehmen und beobachten, merken wir, okay, krass, stimmt, da sind noch viele, viele andere Gefühle, die ich nicht ansehen möchte, weil man das so, das macht man einfach nicht. Und unbewusst versuchen wir, immer wenn wir ein Gefühl unterdrücken, was wir sowieso nicht merken, werden wir von der anderen Seite versuchen, es auszubalancieren, indem wir zum Beispiel mehr essen. Ja, es hat mich jetzt jemand verlassen, ich bin traurig, fühle mich sehr verletzt, also gehe ich mir Schokolade kaufen, Kuchen backen, was weiß ich was, ja, und fange an zuzunehmen oder ich fange an zu rauchen oder ich fange an zu shoppen und mir geile Kleidung zu kaufen. Das heißt, wir versuchen es so auszubalancieren, dass das Gefühl, was unterdrückt wird, mit anderen Dingen kompensiert wird, was auf Dauer nichts bringt. Das heißt, diese negative Emotion ist immer noch in mir drin und die nehme ich mir mit in die nächste Beziehung. Was kann ich denn jetzt machen, um diese negative Emotion zu verarbeiten? Diese negativen Gefühle haben ein großes Stresspotenzial und deswegen wollen wir sie nicht fühlen, weil sie wehtun und weil da ganz viel Schuldgefühle sind, weil da ganz viel, wie heißt das auf Deutsch das Wort, Vorhaltungen sind, ja, dass wir uns so mit dem Finger auf uns zeigen, weil wir Fehler gemacht haben. Deswegen wollen wir diese Gefühle gar nicht wirklich wahrnehmen und anschauen. Es tut weh. Wie gehe ich mit diesem Stress um, dass es wehtut? Das, was du machen kannst, ist Achtsamkeit. Oh Gott, gerade ich sage Achtsamkeit, wo ich bin echt, oh mein Gott. Ey, früher bei mir im Sport, das fällt mir jetzt gerade ein, da gab es Meditation und Yoga und diese Achtsamkeit. Ich bin nie in diesen Kurse reingegangen, weil ich dachte, was ist denn das für ein Schrott? Ja, es muss laut sein, Musik, richtig voll Power. Und jetzt komme ich und mache Video zum Thema Achtsamkeit, gerade ich. Aber es hat mir so viel geholfen. Es hat so viel in meinem Leben verändert, von denen ich gar nicht wusste, dass die Sachen überhaupt da sind und dass sie mich belasten. Also, wir gehen mal zu dem Beispiel. Ich wurde verlassen, es tut weh, ich habe diese Person geliebt und die geht einfach, ne? Er geht einfach, weil er eine neue hat. Das tut natürlich sehr, sehr weh. In dem Moment achtsam mich zu beobachten, was kommen denn da für Gefühle hoch, ohne mich selber zu verurteilen. Und das ist ein Balanceakt. Ja? Hier meine Deutsch nicht so gut wie immer. Ihr kennt mich schon, Ausländer aus Tunesien, keine gute Deutsch. Arabisch perfekt, Deutsch nicht so gut. Das rede ich wie eine Russin. Zurück zum Thema. Es ist ein Balanceakt, wirklich, sich selber bewusst wahrzunehmen, was da für Gefühle hochkommen, ohne sie zu verurteilen. Das dürfen wir immer wieder üben, weil, ich probiere es einfach, nicht weil. Punkt. Ich sehe es bei mir, wenn Gefühle hochkommen zu gewissen Themen, die mir wehtun, ist direkt der Kommentator, mein innerer Kommentator, der es versucht, schlecht zu reden, beziehungsweise entweder entschuldigen zu suchen, mich als Opfer darzustellen, oder ich bin das Täter und der andere. Also ich versuche im Inneren, wir haben alle verschiedene Anteile, da ist immer etwas in mir, das versucht, die Situation zu bewerten und das rauszunehmen. Das ist wirklich eine Kunst, die wir lernen dürfen. Und da gibt es keine Schule, wo du es lernen kannst. Du kannst es immer lernen, wenn du regelmäßig dich selbst gewahrsam, wenn du dich selbst achtsam wahrnimmst, wie du mit deinen Gefühlen, nicht wie du mit deinen Gefühlen umgehst.
was da für Gefühle gerade hochkommen und ihnen erlauben, diese hochzukommen. Es ist wie diese Luftblasen unter Wasser, die kommen ja so hoch, ploppen hoch, ploppen hoch. Wenn die oben sind, sind die ja weg. So ist es mit den Gefühlen. Was wir aber tun, dass wir diese Luftblasen runterdrücken. Und die sind aber da, die werden nie weggehen, bis wir sie lassen. Wir beobachten sie, wir brauchen sie nicht zu verurteilen. Ich lasse meine Wut da, ich lasse meinen Hass da. Ich finde es spannend, was da gerade in mir für Gedanken, für Gefühle hochkommen, ohne dass ich anfange, mich zu bewerten, die Situation zu bewerten oder die anderen Personen zu bewerten. Durch dieses achtsame Beobachten nehme ich den Stress raus. Jetzt ist aber der Punkt der, ein Teil des Stresses wird da sein, ja? Dass es wehtut. Das Gefühl zu verbrennen, das Gefühl, dass mein Herz zerreißt. Das nimmt ja keiner ab, das kann dir keiner abnehmen. Dafür gibt es auch keine Tablette, dafür gibt es kein Geheimnis. Das können wir einfach aushalten. Ich hasse das Wort aushalten, ich mag das wirklich nicht. Aber wir können mit diesem unangenehmen Gefühl sitzen bleiben. Und dann kommt dann die Frage, ja, aber wie lange soll ich mit diesem unangenehmen Gefühl sitzen? Solange du kannst. Es wird irgendwann gehen. Wenn du es nicht unterdrückst, wird es von alleine gehen. Wenn ich mit einem unangenehmen Gefühl sitze und unbewusst schon wieder in die Bewertung gehe und innerlich schon unterdrücke, dann Seifenblase drücke ich runter, diese Luftblase, die wird immer noch da sein. Wenn ich ihr aber erlaube, das Gefühl habe, okay, es zerstört mich gerade, weil ich mich so fehlerhaft fühle, aber du darfst da sein. Und ich da entspannt weiteratmen kann, wird dieses Gefühl zerplatzen und gehen. Gefühle sind hier auf der Erde, weil sie durch uns fließen wollen, durch diesen Körper. Deswegen haben wir uns auch diesen Körper ausgesucht. Manchmal denke ich auch, sag mal, warum gerade diesen Körper? Hättest du eigentlich nicht einen anderen Planeten aussuchen können, wo die Menschen oder wo die Wesen weiterentwickelt sind? Muss es hier sein? Diese schmerzenden, negativen Gefühle tun weh. Wir haben es uns aber anscheinend so ausgesucht. Deswegen, alle Gefühle wollen einmal durch uns durchfließen. Und wir alle sind so gestrickt, dass wir nur die guten Gefühle haben wollen. Glück, Zufriedenheit, Liebe, Dankbarkeit. Aber die unteren sind auch noch da und die erleben wir alle. Es gibt keinen von uns, der sie nicht erlebt. Ja, Wut, Trauer und was auch immer ist, auch Hass. Nur unterdrücken wir sie. Ja, wir unterdrücken sie und gucken nicht hin. Und deswegen denken wir, nee, also ich bin einer von den Guten. Bei mir ist alles nur positiv. Bei jedem ist irgendetwas. Also diese Range von Gefühlen. Diese Palette ist für jeden da. Ja? Wir bringen sie alle mit auf einen Teller und für jeden ist etwas da. Und wenn du sie nicht nimmst, wird's. Das ist das Problem, wenn wir mit diesen Emotionen so nicht arbeiten. Es ist kein Geheimnis, das war's. Wenn wir mit diesen Emotionen so nicht, es gibt noch andere Dinge, aber zurück. Wenn wir mit diesen Emotionen so nicht arbeiten, kommen diese psychosomatischen Störungen wie Rückenschmerzen, wie Depressionen, wie Migräne haben auch ganz viele Menschen. Das ist nur unterdrückte, nur gemischt mit Medikamenten, unterdrückte Wut, unterdrückte Themen, die wir uns nicht anschauen. Ja? Wenn mich jemand anders triggert, fertig macht, sei es die Schwiegermutter, die eigene Mutter, der Partner, der Chef, die Kollegin, die Nachbarn. Wenn es da Auseinandersetzungen gibt und ich mich einfach nur darüber ärgere, wie blöd die sind, was die mir da antun, unterdrücke ich immer wieder Sachen. Natürlich dürfen wir uns aufregen, natürlich sollten wir dem auch Raum geben und Raum schenken, dass wir mal lästern, mal uns aufregen, über dieses Thema reden und wie ein Opfer in dem Moment fühlen, der Umstände. Das dürfen wir, weil wir es dann auch sind, sind wir oft auch. Aber dann mit dem Gefühl erstmal zu bleiben und rauszukommen aus der Verurteilung der anderen Menschen. So, ich habe das jetzt irgendwie versucht kurz zu fassen und hoffe und bin mir sicher, es wird an die richtigen Leute rankommen, die das für sich nutzen können und im Alltag umsetzen können und damit große Erfolge erzielen können. Weil wenn wir damit so arbeiten und das Gefühl platzt und geht, nehmen wir gewisse Themen nicht weiter in andere Lebensbereiche mit und wiederholen sie nicht ständig, weil es keinen Bedarf mehr gibt, weil wir es verstanden haben und weil wir endlich der Emotion Respekt geschenkt haben, dass sie bei uns bleiben darf. Beziehungsweise nicht bleiben darf, aber dass wir ihr Respekt geschenkt haben, dass wir sie sehen, ah, du bist da. Du bist sehr unangenehm, aber du darfst da sein. Ich werde dich jetzt nicht wegdrücken. Es tut weh. Ich weine. Ich atme ein bisschen schneller. Ich habe das Gefühl, keine Luft zu bekommen, weil ich will es ja gar nicht fühlen, aber du darfst da sein. Und dieses Gefühl, wenn es sich so gesehen fühlt, wird es irgendwann von dir weggehen. Ein Punkt noch. Diese Übung, die ich dir jetzt gerade hier vorgestellt habe, ist oft mit einem Mal nicht gemacht. Also wundere dich nicht, wenn du es einmal gemacht hast und morgen triggert dich wieder dein Chef. Mach diese Übung öfters. Ist genau wie beim Training. Wenn du jetzt einmal Salat gegessen hast und ins Training gegangen bist, ist der Bauch nicht weg. Mach das öfters.
Und irgendwann bist du emotional so stabil, dass die Emotion weg ist. Sie darf aber wiederkommen. Ja? Sie darf in anderen gewissen Situationen wiederkommen. Denk dran, wir leben in einer Welt, wo auch negative Gefühle da sind. Und das bedeutet nicht, dass sie nur für die anderen Menschen da sind. Sie sind für jeden Menschen da, auch für mich und auch für dich. Wenn die da ist, das wahrnehmen und dir, oder ich mache mir immer wieder selber bewusst und versuche es mir immer wieder, mich daran zu erinnern, nichts bleibt für ewig. Nichts auf dieser Erde. Nichts. Auch nicht dieses Gefühl. Selbst wenn ich es seit 10 Jahren mit mir rumtrage, es wird nicht für immer da sein. Allein nur dieser Gedankengang hilft schon, vieles im Leben zu verändern. Wenn wir daran festhalten und denken, bei mir wird es aber nie anders sein, ist es eine selbsterfüllende Prophezeiung. Wenn du möchtest, dass ich dich begleite, unten ist Link, kannst gerne draufklicken und wir können uns unterhalten und ich schaue, ob ich dir helfen kann. Und wenn ja, dann können wir auf jeden Fall sehr, sehr gerne zusammenarbeiten. Ich wünsche dir jetzt eine wundervolle Zeit und bis bald zu einem der nächsten Videos.